Der Bundesinnenminister warnt, die folgende Sendung heißt nur Flüchtlinge willkommen, die sich bereits in der EU aufhalten und sofern sie sich in dem Land befinden, in dem sie zum ersten Mal Fuß auf europäischen Boden gesetzt haben und in dem sie aufgrund der Drittstaatenregelung nach Dublin III auch verbleiben. Für alle anderen gilt, fuck off. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier zum European Solidarity Contest 2015. Liebe Flüchtende, gleich zu Beginn der Sendung schalten wir ganz kurz die Fluchtrouten ein. Die Fluchtwege sind jetzt für kurze Zeit geöffnet. Viel Erfolg beim Durchkommen. Wir haben alle in den letzten Wochen die wunderbaren Beiträge der Länder in Europa zur Solidarität erlebt. Und wir kommen jetzt zum Höhepunkt, dem Moment, auf den wir alle gewartet haben, die Flüchtlingsvergabe. Wer hat in Europa das größte Herz für Syrien in einem vereinten Europa ganz ohne Grenzen? Schalten wir gleich zum ersten Teilnehmerland nach in die Türkei. Hallo Ankara! Hello Germany! Let me tell you, you get a fantastic show in Munich Hauptbahnhof! Thank you! Thank you, Ankara! Thank you, Ankara. Thank you, Ankara. Wie viele Flüchtlinge nimmt die Türkei auf? Die Türkei nimmt 1,5 Millionen Flüchtlinge auf. 1,5 Millionen. Unglaublich. 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 Ist Erdogan nicht eigentlich ein nationalistischer, kurdenhassender IS-Versteher? Ja, auch. Ah, aber er bekämpft seine eigene Bevölkerung. Er schafft Platz für neue Flüchtlinge. Danke, Ankara. Schalten wir gleich zum nächsten wunderbaren Land, das mitgemacht hat, nämlich nach Ungarn. Hallo, Budapest. Hallo, wer sind Sie? Hier kommt keiner rein. Nicht schießen, bitte. Wir sind vom ESC, im European Solidarity Contest. Wir wollten nur fragen, wie viele Flüchtlinge nimmt Ungarn auf? Keiner. Wir haben schon 43.000. 43.000? Aber das ist doch in Relation zu ihrer Bevölkerungszahl überraschend viel. Dafür behandeln wir sie auch sehr schlecht. Ah ja, aber trotzdem können Sie da stolz drauf sein. Sehr schlecht. Ja. Sehr schlecht. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Schlechte Unterkunft. Schlechtes Essen. Danke, vielen Dank. Sehr schlechtes, Schlechtes Essen. Ein gutes Stichwort. Schalten wir gleich auf die Insel nach England. Hallo, London. Hallo, Germany. Hey, what a show and what a surprise. Let me put this together. First you bomb everybody, now you love everybody. You bloody hippies! Thank you! Wie viele Flüchtlinge nimmt England auf? Oh, eigentlich, wir wollten aufnehmen, gar keinen. Und dann haben Sie Ihr Herz entdeckt? Nee, diese Foto von den toten Jungen an die Strand. Und dann mussten wir aufnehmen, 20.000. 20.000? Ganz England nimmt also so viel auf wie München an einem Wochenende? Ja, aber gestreckt, ne? Gestreckt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Oh. Machen Sie sonst noch was für Syrien? Oh yeah, we bombed them. Thank you. Thank you. England, schalten wir gleich in den Nahen Osten, nach Polen. Der Papst hat gesagt, jede katholische Gemeinde soll eine syrische Flüchtlingsfamilie aufnehmen. Das muss doch für das katholische Land Europas ein Riesenansporn sein. Hallo, Warschau. Hallo. Wir wollen 2000 Flüchtlinge. Jesus Christus,
2. pro Gemeinde? Pro Polen! Insgesamt! Aber nur die Christen. Naja, aber die meisten Flüchtlinge sind doch Moslems. Aber das hätten sie vor der Flucht überlegen sollen. Halleluja! Und hallo, Riad! Wir schalten zu einem der engsten Verbündeten Europas nach Saudi-Arabien, einer der reichsten Staaten der Welt und Hüter des Islams. Was tut Saudi-Arabien für seine Glaubensbrüder? Nichts. Danke, Riad. Da fehlt eigentlich nur noch das Votum aus Deutschland. Schalten wir also gleich nach Berlin und fragen Berlin. Hallo? Hallo Berlin. Ja. Hallo Berlin, Ihre Zahlen bitte. Zahlen? Konkret, also, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir stehen vor einer der größten Herausforderungen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Nichts ist mehr, wie es mal war, und trotzdem muss alles bleiben im Rahmen dessen, wie es ist. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen, dass wir ein Stück weit nicht alle aufnehmen. Alle aufnehmen. Deutschland nimmt alle Flüchtlinge auf. Das ist unglaublich. Das habe ich so nicht gesagt. Wundervoll. Das stimmt doch. Wir haben einen Sieger. Deutschland nimmt alle Flüchtlinge auf. Und ich höre schon, dass sich in ganz Europa die Flüchtlinge auf den Weg machen, auf den Weg nach Deutschland, zu ihrer Kanzlerin des Herzens, zu ihrer Flüchtlingskanzlerin. Nein, hört Sie mir doch mal zu. Ja, hören wir ihr noch einmal zu. Angela Merkel mit ihrem Beitrag zum European Solidarity Contest 2015. Ich weiß, meine Hilfe, die ändert nicht viel. Doch 2000 Syrer oder mehr ist ein gutes Gefühl. Ich bin nur ein Mädchen, ein Fähnchen im Wind, das spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Fliehen, ein bisschen Öffnung, das macht den Menschen ein Stück weit Hoffnung. Ein bisschen Rettung, doch nicht zu viele. Sonst kommen ja alle und wollen Asyl. Flieh mit mir ins Paradies. Flieh mit mir, bevor es schließt. Angela Merkel mit ihrem Sieg. Bisschen fliehen. Frau Merkel, diese Gefühle, diese Menschlichkeit, das ist Ihnen ja nicht in die Wiege gelegt worden. Wie sind Sie darauf gekommen? Ja, das kam so mehr so über mich. Ja, da scheinen Sie doch ein bisschen die Kontrolle verloren zu haben, als das Bundesamt für Migration folgende Meldung herausgab. Dublin-Verfahren syrischer Staatsangehöriger werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt von uns weitestgehend faktisch nicht weiter verfolgt. Und das bedeutete damals ja doch, dass keine Syrer mehr nach Ungarn zurückgeschickt werden. Naja, das sollte jetzt nicht, das war eine interne Dienstanweisung, ja. Die hat es irgendwie an die Presse geschafft und dann sind Tausende losmarschiert und dann habe ich die Mauer aufgemacht. Die Grenze. Die Grenze habe ich auch. Frau Schabowski, schade, dass Humanität in Deutschland immer aus Versehen passiert. Oder warum machen Sie die Grenzen wieder dicht? Naja, der Erfolg war dann doch zu viel für einige meiner Fans. Es gibt Kritiker, die behaupten, Sie hätten mit zu viel Gefühl gesungen. Ach, jetzt muss man schon anfangen, sich zu entschuldigen, wenn man in einer Notsituation ein kleines Liedchen, ein freundliches trällert. Dann, also wenn man sich da entschuldigen muss, dann ist das nicht mehr mein Grand Prix. Angela Merkel. Ja, das war schon eine fantastische Show da in der letzten Zeit, nicht wahr? Schauen Sie, zwischen diesen beiden Bildern lagen nur 8 Wochen. Unglaublich. Die Werbeagentur hätte Putin auch gerne
Aber ich kann Sie beruhigen, das rechte Bild täuscht ein bisschen, nicht wahr? Die eiserne Kanzlerin ist nur unter die Haube gekommen. Ja. Deutschland hat jahrelang eine gerechte Zuteilung von Flüchtlingen in Europa sich verweigert. Und jetzt fordert sie das von den anderen Ländern und sie wird es bekommen. Das ist nicht unsolidarisch. Wer das für unsolidarisch hält, der hat die Definition nicht verstanden. Solidarität kommt aus dem Lateinischen und bedeutet, sich in die deutschen Interessen fügen zu können. Viktor Orban zum Beispiel war lange Zeit sehr unsolidarisch, weil er sich an Gesetze gehalten hat, die wir ihm aufgezwängt haben, aber eben zu einem für uns ungünstigen Zeitpunkt. Zurzeit ist Orban wieder sehr solidarisch, weil er die mündlichen Anträge von Flüchtlingen nach Hilfe ordnungsgemäß beantwortet mit Gummigeschossen. Die deutsche Regierung zeigt sich solidarisch mit dem besorgten Bürger, also Leuten, die einem gerne mal zurufen, ich bin kein Nazi, Sie Volksverräter. Und deswegen wird eine Verschärfung des Asylrechts geplant, bei der ganz bestimmten Asylbewerbergruppen das Existenzminimum gestrichen wird. Also das, was in der deutschen Presse euphemistisch immer Taschengeld genannt wird, damit es klingt wie etwas, was kleine Kinder nicht wirklich brauchen. Griechenland, sehr unsolidarisch, muss man sagen, sehr unsolidarisch, weil sie, obwohl sie unter den schmerzhaften Reformen leiden und griechische Rentner und Kinder noch auf Jahre hungern werden, doch wieder Tsipras gewählt haben. Aber das ist letztlich doch relativ wurscht, nicht wahr? Da lacht der SZ-Redakteur herzlich. Die SZ hat gestern schon mal ganz befriedigt festgestellt, dass es doch letztlich wurscht ist, wer in Griechenland regiert. Nicht wahr? Das Regierungsprogramm stammt sowieso immer von der Troika. Und wenn sich die Griechen schon für die deutschen Interessen der deutschen Anleger krumm machen müssen, dann kann man diese Solidarität auch vom deutschen Arbeitnehmer erwarten. Nicht wahr? Das zumindest meint Wolfgang Clement in einem Artikel im Handelsblatt, als er gesagt hat, jeder legale Arbeitsplatz ist zumutbar. Also auch der, dessen Lohn weit unter dem Mindestlohn liegt. Und Clement hat gesagt, Flüchtlinge hätten das auch verstanden. Und Zitat, Clement, alle anderen müssen es lernen. Und da ist dann wieder ganz kurz diese Sehnsucht, dieser eine kleine Moment der scheinbar unstillbaren Sehnsucht nach dem Tag, an dem Wolfgang Clement einfach mal die Schnauze hält. Und da ist es. Da ist es doch deutlich erfrischender und schöner, sich mit Menschen zu beschäftigen, die eine viel schönere Definition von Solidarität haben, wie zum Beispiel Jeremy Corbyn, der neue Labour-Chef in England. Yes, Jeremy Corbyn, was für ein großartiges... Herr Uthoff, haben Sie Angst vor Flüchtlingen? Ich bin mitten in meinem... Und nein, ich habe keine Angst vor Flüchtlingen. Okay, haben Sie Angst vor mehr Flüchtlingen? Nein. Wie viele mehr? Sigmar Gabriel spricht von 1 Million. Die Kanzlerin hat gesagt, wir schaffen das. Dann schaffen wir das auch. Okay. 60 Millionen. Wie viele? Sagen Sie mal, was machen Sie denn da eigentlich? Das ist ein Test. Welcher Willkommenstyp bist du? Ah. Oh. Da mache ich mit. Ja. Das gewinne ich locker. Also nochmal zu der Frage. Andreas Scheuer, CSU-Generalsekretär, hat gesagt, vor unseren Grenzen stehen 60 Millionen Flüchtlinge. Macht Ihnen das Angst? Ja. Vor Andreas Scheuer. 60 Millionen, ich bitte Sie. Da hätte ja dann jeder seinen eigenen... Herr Uthoff, lassen Sie sich doch... Das ist eine Fangfrage. Von den 60 Millionen, da fliehen die meisten innerhalb ihrer eigenen Länder. Der Rest wird von den ärmsten Ländern dieser Welt aufgenommen und bei uns in der EU suchen, was weiß ich, 3,3% Schutz. Ach so. Ja, vielleicht nächste Frage. Würden Sie Flüchtlinge bei sich persönlich aufnehmen? Ja, natürlich. Obwohl meine Wohnung ja relativ klein ist und insofern... Sie haben eine Doppelhaushälfte. Ach ja, richtig. Aber da sind die Zimmer sind ja auch nicht so günstig. Haben Sie kein Gästezimmer? Doch, ja. Ja, ja, aber so ein Gästezimmer, das ist ja für Gäste. Also das ist ja für Leute, die... Das ist für Leute, die freiwillig kommen. Verstehen Sie? Für Leute, die gezwungenermaßen kommen, ist sowas gar nicht ausgerichtet. Ja, das sind ja auch keine Gäste. Ich meine, das sind Menschen. Ja, und ein Mensch in einem Zimmer auf Dauer... Weil, wie stellen Sie sich das vor? Also nein. Nein, nein, das habe ich doch nicht gesagt. Okay, also ja. Nein! Da muss ich erstmal meine Frau fragen. Okay. Also hypothetisch ja. Hypothetisch ja. Hypothetisch ja.
Außerdem müssten ja dann erstmal die Sprudelkästen raus und runter in den Hobbykeller. Sie haben Hobbykeller. Hm? Winzig. Fensterlos. Ein Loch. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, meine Winterreifen da zu lagern. Also, geschweige denn. Ja. Als Handy. Ja. Das reicht doch. Das reicht's mal. Geben Sie mal her, das geht doch bei Ihnen auch, oder? Kommen Sie. Gut, bitte Sie. Sie sind doch neulich auch geflüchtet, nicht wahr? Sogar mit der Hilfe einer Schlepperbande. Das war ein Umzugsunternehmen. Ich hab. Was war denn die Fluchtursache? Na, wir hatten nur 82 Quadratmeter und dachten. Sie haben also Ihre Heimat verlassen, um sich eine bessere Zukunft zu besorgen, nicht wahr? Okay. Kommen wir mal zu der Frage, das ist doch was für Sie. Die neue Schule Ihrer Kinder, gibt es da Flüchtlinge, Migranten? Ja, selbstverständlich sind da Migranten, ja. Wie viele? Wir haben jetzt nicht so geschaut, wie viele. Ja. Eher wie wenige. Der ist doch jetzt. Migrantenanteil in Ihrem Stadtviertel? Da sehe ich überhaupt kein Problem an der. Weil Sie die Probleme nicht sehen. Weil wir die Asylbewerber ja in irgendwelchen Lagern irgendwo am Rande der Stadt abladen, nicht wahr? Sie könnten doch auch ein paar Flüchtlinge bei sich aufnehmen, oder? Okay, Punkt für Sie. Ja, ich müsste eigentlich Flüchtlinge aufnehmen. Wir müssten noch viel mehr tun für Flüchtlinge. Und ich finde es, ich habe ein. Mir wird das Herz so voll, wenn ich sehe, dass die Menschen so viel helfen da draußen, Flüchtlinge unterzubringen mit ihnen Deutschkurse. Es ist großartig. Man muss bloß im Namen dieser freiwilligen Helferinnen und Helfer, muss man sagen, das ist doch auch zunächst mal die Aufnahme von Flüchtlingen eine staatliche Aufgabe ist. Das ist keine Ausrede. Es gibt staatliche Aufgaben. Also ich gehe auch nicht los und überwache den Luftraum in der Türkei. Obwohl ich das gern würde. Aber es gibt politische Aufgaben. Nur hat die Politik jahrelang sich die steigenden Flüchtlingszahlen angeschaut, fasziniert, ohne zu reagieren. Die stiegen und stiegen. Sie waren völlig gelähmt von der Aussicht, jetzt gleich Zeuge einer großen Katastrophe zu werden. Ein Gefühl wie in diesen Momenten, in denen einem klar wird, dass de Maizière wieder dabei ist, seinen Mund zu öffnen. Was? Jahrelang hat man sich nicht darum gekümmert, um sozialen Wohnungsbau oder die Flüchtlinge unterzubringen oder in dezentral, ja, in den Wohnvierteln. Jahrelang hat man sich nicht gekümmert und dann, jetzt ist die Politik plötzlich schockiert über die Zustände in den Massenunterkünften. Die Politik ist auch losgezogen mit Flipflops zum Wandern in die Alpen und jetzt beschweren sie sich bei der Bergwacht, dass der Rettungshubschrauber so teuer ist. Das möchte ich. Hier steht. Hier steht, Wolfgang Schäuble hat gesagt, die Lösung der Flüchtlingsfrage hat oberste Priorität. Ja. Stimmen Sie dem zu? Natürlich. Die haben das nicht zitiert, ganz fett, ne? Ja, typisch. Den zweiten Teil haben sie nicht zitiert. Da hat der Schäuble nämlich gesagt, wir wollen das ohne neue Schulden schaffen. Ja, hat seinen Ministerien hat das schon angewiesen, die sollen 2,5 Milliarden Euro sparen wegen der Flüchtlinge. Das müssen Sie mal. Das Bundesamt für Migration hat gleich mal aus Versehen den eigenen Chef eingespart. Aber das ist typisch. Wenn die Große Koalition sparen lässt, und das wissen wir aus unserem Versuchslabor in Griechenland, dann wissen wir, wem das am Ende am meisten wehtut. Nicht den Menschen mit den Hobbykellern oder den Gästezimmern oder in den reichen Vierteln, sondern den Menschen in den Stadtvierteln, in denen eh schon so viele Asylbewerberheime sind. So, und wenn man denen jetzt auch nur ansatzweise suggeriert, oh, es könnte sein, dass wir eventuell die Freibäder schließen, wegen der Flüchtlinge, was glauben Sie, was die dann sagen? Hm? Richtig, das können Sie dann auf Facebook lesen. Und dieselben Politiker, die dieses Spardiktat zu verantworten haben, schauen sich das dann an und sagen, oh, sehen Sie, die Stimmung kippt. Ich denke, da müssen wir mal wieder weniger Flüchtlinge aufnehmen. Und so absurd. Das ist so absurd, dass das vor dem Hintergrund stattfindet, dass wir einen Überschuss von 21 Milliarden Euro gemacht haben. Allein im ersten Halbjahr diesen Jahres 21 Milliarden Euro Überschuss. Und der Schäuble suggeriert den Einheimischen, dass sie eventuell den Gürtel enger schnallen müssten wegen der Flüchtlinge. Als die NPD das gehört hat, hat sie aus lauter Dankbarkeit eine Kerze ins Fenster geworfen. Das ist doch, was da nie drinsteht. Dann kreuze ich bei der Frage, halten Sie die Bundesregierung in Flüchtlingsfragen für kompetent? Eher Nein an. Ja, eher Nein. Mhm. Und, was bin ich für ein Flüchtlingstyp? Ah,
Sie sind Willkommenstyp heißt das. Willkommens, ja. Sie sind der Typ A. Ja? Sie sind einer dieser widerlichen Gutmenschen, die für das Überleben anderer die schwarze Null gefährden. Machen Sie doch gleich Kabarett. Damit kann ich leben. In der Flüchtlingsfrage brauchen wir europäische Solidarität. Und genau die hat Jean-Claude Juncker gefordert, der Chef der EU-Kommission. Also genau der gleiche Mann, der Luxemburg zu einem der größten Steuerasyle auf der Welt gemacht hat. Er hat Milliarden aufgenommen. Nur halt keine Flüchtlinge, sondern Euro. Der Mann gehört nicht an die Spitze der EU, der gehört in den Knast. Er hat ja gesagt, er hatte damit nichts zu tun. So ein bescheidener Mann, oder? Der will all den Ruhm seinen Mitarbeitern überlassen. Und seine Mitarbeiter da, also die Finanzbeamten in Luxemburg, die werden von Finanzberatern weltweit als flexibel und leicht kontaktierbar bezeichnet. Flexibel und leicht kontaktierbar. Klingt irgendwie nuttig, ne? Schmutzige Steuertrickser aus deiner Umgebung warten auf deinen Anruf. Wir zeigen dir, wo du dein Geld verstecken kannst. Lüg sie an. Und einer der größten Tricks von Juncker und seinen Finanzbeamten waren ja die sogenannten Advanced Tax Agreements. Advanced Tax Agreements heißt vorauseilende Steuerübereinkünfte. Und das lief wie folgt. Wenn Sie in Luxemburg eine Tochterfirma eröffnen wollten, sprich einen Briefkasten anschrauben, dann konnten Sie vorher diese flexiblen und leicht kontaktierbaren Finanzbeamten ansprechen und mit denen schriftlich einen Steuersatz vereinbaren, unabhängig von der Höhe des Gewinns, den Sie machen werden. Diese Vereinbarungen lagen meistens zwischen 1 und 10%. Das nenne ich mal Willkommenskultur fürs Kapital. Ich meine, wir als Arbeitnehmer, wir zahlen in Deutschland bis zu 42% Steuern. Versuchen Sie es doch mal. Gehen Sie doch mal zu Ihrem Finanzamt und fragen Sie mal. Können Sie einfach mal hin, fragen Sie, können wir mich schriftlich vereinbaren, ich zahle nächstes Jahr nur 10%? Dann kriegen Sie was schriftlich. Nämlich den Termin für Ihre Steuerprüfung. Und jetzt ist es ja so, in Luxemburg hat ja auch gerade noch der sogenannte Freeport eröffnet. Freeport heißt Freihafen. Was ist ein Freeport? Freeport, das sind so steuerfreie Lagerräume. Direkt am Flughafen, der Zoll interessiert sich da nicht für. Das ist so eine Art Massenunterkunft fürs Kapital. Jetzt dürfen Sie sich das nur nicht vorstellen wie so graue Betonbunker. Nein, diese Freeports entstehen weltweit an Flughäfen für die Superreichen. Weil die Superreichen, die wissen ja nicht mehr, wohin mit ihrer Kohle. Die Aktienmärkte werden immer unsicherer. Kleiner Gruß nach Wolfsburg. Und deswegen investieren die Superreichen jetzt in Sachwerte. Das heißt, die kaufen irgendwie Oldtimer, Gemälde, Ming-Vasen. Und solange die in diesen Freeports lagern, fallen darauf keine Steuern an. Keine Umsatzsteuer, keine Vermögenssteuer, gar nichts. Jetzt ist das natürlich ein bisschen schade, wenn man so schöne Sachen hat und die niemandem zeigen kann. Wenn Sie ein Topmodel als Freundin haben, verstecken Sie die ja auch nicht im Keller. Okay, es sei denn, Sie wohnen in Österreich. Da kommt sowas ab und zu vor. Und deswegen gibt es in diesen Freeports so Präsentationsräume. Die sind dann so verglast und dann treffen sich da die Superreichen so bei Champagner und Kaviar und zeigen sich gegenseitig ihre Ming-Vasen. Das klingt doch eigentlich recht hübsch. Also so ein Freeport ist quasi ein steuerfreier Schwanzvergleich. Da stellt sich doch direkt die Frage, warum gibt es in der deutschen Hauptstadt keinen Freeport? Tja, kein Flughafen, kein Freeport. Ja. Gut. Ja. Gut. Ich würde sagen, in medias res, meine Herren. Herzlich willkommen zur Arbeitsgruppe hier. Fluchtursachen, militärisch-politische Strategien, kurz FUMS. Wir sollten es vielleicht lang lassen. Sie wissen ja, übermorgen der Flüchtlingsgipfel, die Kanzlerin braucht Lösungen. Ich freue mich deshalb, die
besten Experten dazu, Deutschlands an meinem Tisch zu wischen. Also, die Kanzlerin möchte Sie ausdrücklich ermuntern, dass Sie jetzt mal richtig frei denken, jenseits aller Tagespolitik, richtig mal ein richtiges Brainstorming. Ja, hat denn irgendjemand irgendeine Idee? Also, wenn ich diese rege Diskussion mal unterbrechen darf, ich hätte da eine Idee. Ja. Also, wir sprechen doch immer davon, dass eine Armee von Flüchtlingen auf uns zukommt. Und wenn eine Armee von Flüchtlingen auf uns zukommt, dann plädiere ich aus Sicherheitsgründen für eine militärische Option. Hervorragende Idee. Kleiner Haken, die Flüchtlinge sind unbewaffnet. Ja. Sonst noch was? Ja, Sie doch, vielleicht. Also wir vom CSU-Arbeitskreis. Also wir vom CSU-Arbeitskreis Flucht weg. Flucht weg! Wir hätten dazu folgenden Vorschlag. Komm, bitte nicht aus Bayern. Jetzt lassen Sie ihn doch mal reden. Ja. Wie wäre es denn an dieser Stelle mit einer Flüchtlingsmaut? Wie soll das? Ja, also wir belegen quasi jeden, der übers Mittelmeer einreist, mit einer Abgabe. Das ist ja fürchterlich, das betrifft ja auch die deutschen Kreuzfahrer. Ach so! Ja, die kriegen ja ihr Geld dann quasi über die Nachlässe bei der Passgebühr wieder zurückerstattet. Ihnen ist schon klar, dass das eindeutig gegen Europarecht verstößt. Ach so! Gilt dies auch für uns? Wie sieht das eigentlich aus? So ein Luftschlag gegen Brüssel. Verstößt er auch gegen Europarecht? Also wir sollten das vielleicht doch analytischer angreifen. Afrika. Ja, da kommen viele Leute zu uns. Warum? Na, an übertriebenem Reichtum wird es nicht liegen, nicht wahr? Naja, viele flüchten, weil sie sich von ihren alten Berufen nicht mehr ernähren können. Ach, das ist, sehen Sie, das ist doch interessant, dass diese Flüchtlinge waren vorher noch was anderes als Flüchtlinge. Ja, ja, die meisten waren Kleinbauern, Geflügelzüchter, Fischer. Ja, Entschuldigung, was können denn wir dafür, wenn der Afrikaner seinen Job verliert? Also, der verliert ihn, weil deutsche Produkte die einheimischen Waren verdrängen. Ist einfach so. Ja, aber die können sich doch Zölle schützen zum Beispiel. Ihnen ist sicherlich nur kurz entgangen, dass viele afrikanische Staaten ein Freihandelsabkommen mit der EU geschlossen haben, das IPA. Ja. Ja. Ist sowas wie TTIP für Arme. Ja, aber... Ja, aber Entschuldigung, wenn es keine Zölle mehr gibt, dann müssen Sie doch nicht gleich Ihre Waren persönlich in Europa vorbeibringen. Und so ein zollfreier Handel ist doch auch gut. Ja, ja. Dann bekommt dieser wunderbare Nähe der Afrikaner jetzt auch endlich günstig seinen Mercedes. Oder was genau liefern wir darunter? Ja, nur absolute Qualitätsprodukte wie Hühnerfleischabfälle. Hm. Sowas essen die. Mhm. Naja, das ist einfach so. Das, ganz ehrlich, das afrikanische Geflügel, das hat gegen unsere deutschen Hähnchenreste einfach überhaupt gar keine Chance. Ja. Sogar unser Müll ist unwiderstehlich. Nee, nur billiger. Ach, vielleicht produziert der Afrikaner zu teuer. Er müsste mal mit den Löhnen runter. Ich glaube, es liegt einfach an der Mentalität des Kunden dort. Der Afrikaner greift einfach gern zum Sonderangebot. Der muss sich endlich einmal befreien von dieser Billig-Billig-Mentalität. Sie meinen, dem fehlt einfach das Bewusstsein für Bio und regional. Okay. Sag mal, wenn der Afrikaner wirtschaftlich nicht mit uns konkurrieren kann, warum schließt er überhaupt solche Freihandelsabkommen ab? Ich meine, Freihandel kommt von freiwillig. Ja, nicht ganz. Also, Kenia wollte seinen Handel nicht so ganz vollständig öffnen und wurde daraufhin von der EU mit einem Strafzoll
überzeugt. Ja, das ist doch jetzt sehr komplex. Können wir das für die Kanzler ein bisschen eindampfen? Also, was ist denn in dem Fall Hauptfluchtursache, sagen wir mal, in einem Wort? Wir... Oh. Schau hier. Ja, also, weiß aber nicht... Das macht eine militärische Option natürlich schwierig. Aber nicht unmöglich. Also, wenn wir die wirtschaftliche Not nicht als Fluchtursachen bekämpfen können, dann bekämpfen wir doch einfach die wirtschaftliche Not als Fluchtursachen. Bitte? Wir sagen einfach, wirtschaftliche Not ist keine Fluchtursache. Das klingt doch vernünftig, das machen wir ab jetzt. Wirtschaftliche Not erkennen wir doch die ganze Zeit schon nicht an und die kommt trotzdem. Okay. Was wollen wir? Wir wollen, dass der Afrikaner daheim bleibt. Ja. Logische Folge, Betreuungsgeld. Ja. Ich bin ja hier mal abhauen. Das ist der Okay, dann schlage ich jetzt auch noch was vor. Ich schlage vor, wir nehmen richtig Geld in die Hand, investieren auf dem afrikanischen Kontinent 220 Milliarden Dollar in Bewässerungssysteme und können so die Zahl der Hungertoten halbieren und beseitigen somit die Fluchtursachen. Ja. Ja, was? Er darf doch auch die ganze Zeit Unsinn reden. Wir müssen zu einem Punkt kommen. Am Ende müssen wir die noch alle reinlassen und integrieren. Und das geht doch nicht in Afrikaner, in Bayern. Das geht doch. Haben Sie da Erfahrung? Schauen Sie, zum Beispiel bei uns in Strunzenöd. Wir spielen in der Abwehr mit einer Viererkette und im Mittelfeld mit einer Doppelsechs. Ja, und sicherlich auch ein schneller Flügelflitzer würde uns gut zu Gesicht stehen. Ja, aber du kannst dir diese Leute nicht alle Fußball spielen lassen. Verstehen Sie? Meine Damen und Herren, das große Problem, das sind doch die minder begleiteten Unjährigen. Ja, die dürfen doch bei uns in der ersten Mannschaft noch gar nicht spielen. Ja, und für die bleibt dann quasi nur noch der Gesangsverein. Ja, und da, also da muss ich sagen, also da haben wir durchaus Bedarf an Nachwuchskräften. Also da singen bei uns Männer mit, also... Die sind nur richtige Flüchtlinge, verstehen Sie? Ja, und jetzt stellen Sie sich einmal vor, so ein 16-jähriger Syrer mit einem schlesischen Volkslied. Ja, Mutter Schlesien oder Riesengebirge, Hallihallo. Da gibt mir doch das Herz auf. Ja, und außerdem, also, stellen Sie sich das einmal vor, ein 95-jähriger schlesischer Bayer und ein 16-jähriger Syrer. Also sprachlich ist da praktisch überhaupt kein Unterschied. Aber ich... Hey, aber es rührt das Herz, nicht wahr? Und irgendwann sagt dann nämlich der 95-jährige Schlesienbayer, sagt, Syrien bleibt unser. Schau dir, das ist natürlich der Idealfall von Integration. Ja, aber bis es so weit kommt, da muss der Flüchtling schon noch ein bisschen arbeiten an seinem äußeren Erscheinungsbild. Hey? An dieser Stelle, liebe Vermögenden in München, Grünwald, Schwabing etc., bitte, bitte spenden Sie keine Designerklamotten. Sie tun dem Flüchtling keinen Gefallen. Damit der Flüchtling bei uns in Strunzenöd die Nächstenliebe auslöst, dann muss er schon ein bisschen anders daherkommen. Oder bitte, Jesus hing auch nicht in Armani am Kreuz. Und der Strunzenöder wird ja schon skeptisch, wenn er ein Handy hat, der Flüchtling. Ja, wir waren uns ja alle sicher, dass er trommelt. Ja, wir haben schon alles vorbereitet gehabt. Ich sage Ihnen, das Gescheiteste bei der ganzen Sache wäre einfach, wenn nur die Armen spenden dürften. Das wäre authentisch. Verstehen Sie? In der Hauptstadt ist es schwierig. In der Hauptstadt ist es schwierig. Der Seehofer hat ja hinter vorgehaltener Hand schon gesagt, München kann sich kaum noch retten vor dem enormen Ansturm von freiwilligen Helfern. Allein am Samstag sind über die Schwabing-Route 800 Stück gekommen. Sie,
Sie und das sind alles keine CSU-Wähler. Das ist quasi eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Sie, man könnte einmal die Stammstrecke sperren, aber dann kommen die übers Glockenbachviertel. Du kannst das ja nicht aufhalten. Ja, und viele. Und viele von diesen Freiwilligen, die haben ja gar keine Not. Die helfen wirtschaftlich. Ja, die sind Wirtschaftshelfer, sind das. Ja, da muss man auch einmal ein bisschen. Gut. Schauen Sie, München ist nicht Bayern. Und bei uns in Strunzenötter sind halt die freiwilligen Helfer halt vorwiegend noch Damen mit Doppelnamen. Und die sind ja selber noch nicht lange da. Manche von denen, die sind ja erst eingereist mit der Französischen Revolution. Die sind ja bis heute noch nicht integriert. Verstehen Sie? Da ist natürlich für einen Neuen ist bei uns leider kein Platz. Danke. Aus. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank für dieses überraschende Impulsreferat. Wenn ich Sie zusammenfassen darf, keinen Platz. Das ist ja auch etwas, was wir den Kosovo-Albanern sagen, keinen Platz. Sie kommen trotzdem. Dabei haben wir für den Kosovo alles gemacht, was wir können. Wir wollen ihn jetzt sogar zum sicheren Herkunftsland machen. Was sollen wir denn noch tun? Ja, obwohl auch Ihnen sicherlich klar ist, dass das Einzige, was da sicher ist, die Armut ist. Ja, das stimmt. Also 30% Arbeitslosigkeit, ein Drittel lebt von 1,30 Euro am Tag. Das ist ja wesentlich weniger als Hartz IV. Ich sage ja schon lange, die Sozialhilfe ist bei uns zu hoch. Ja, sagen Sie, diese ganzen Milliarden, die wir dem Kosovo gegeben haben, wo sind denn die hin? Alles in den Händen einer kleinen, korrupten Clique. Was schauen Sie jetzt da mich so? Also, hallo. Ja, Emil, wir haben im Kosovo, wenn ich Sie richtig sehe, Mafia-Gangster und gewaltbereite Extremisten zu Politikern und Beamten gemacht. Und wir waren sehr gut da drin. Entschuldigung, das ist ja ein bisschen links jetzt, ne? Also, wer sagt denn sowas? Wir. Also, beziehungsweise unsere Berater von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Okay, ja, ich weiß nicht, was sollen wir denn machen? Wir können da ja nicht einmarschieren oder so. Natürlich können wir das. Können wir? Können wir nicht. Können wir nicht, warum? Weil wir schon da sind. Ihnen ist sicherlich nur kurz entfallen, dass wir 99 ja in den Kosovo einmarschiert sind mit der visionären Idee, aus dieser winzigen Provinz Jugoslawiens einen lebensunfähigen Staat zu machen. Ja, das ist doch jetzt wieder sehr komplex. Können wir das für die Kanzlerin wieder? Wer ist denn, sagen wir, Hauptfluchtursache im Kosovo in einem Wort? Wir. Also genau genommen waren es unsere Vorgänger. Ah ja. Rot-Grün. Ja, ja. Die waren noch offen für militärische Optionen. Ja, dann lass uns halt die Sozis bombardieren. Ja, Entschuldigung, was reden wir denn die ganze Zeit über Kosovo, wo wir doch jetzt gerade ganz eindeutig Armut als Fluchtursache ausgeschlossen Richtig. Haben? Richtig, der Mann hat recht. Naja, ein Problem haben wir mit dem Kosovo schon noch. Ne? Das ist mit den ganzen Sinti und Roma. Ich meine, in Frankreich werden die als politisch Verfolgte anerkannt. Oh Gott, müssen wir die jetzt auch noch alle aufnehmen? Na, keine Sorge. Gerade bei der Verfolgung von Sinti und Roma liegt die Messlatte in Deutschland historisch sehr, sehr hoch. Das stimmt. Also so ein bisschen Diskriminierung reicht da nicht aus. Gut, also dann fasse ich mal zusammen. Sag mal, Kosovo ist erledigt, Afrika auch. Jetzt sehe ich noch Syrien. Die müssen wir dann doch aufnehmen, nicht? Das ist, warum kommen die alle? Was ist da los? Da tobt seit 4 Jahren ein Bürgerkrieg. Ja, das weiß ich. Wer genau kämpft da? Gegen wen? Jeder gegen jeden. Da kämpft jeder gegen jeden? Mhm. Warum sind wir dann nicht dabei? Ja. Was ist da los? Also was war denn da bisher unsere Strategie? Die lange Fassung oder die kurze? In dem Fall die lange. Es gab keine. Aha. Ah, ja, aber wir können uns doch nicht mehr raushalten. Wir müssen doch da jetzt auch mal, zumindest nicht, bloß wen bombardieren wir denn da vor Ort? Alle. Ja, da muss man nicht so genau zielen. Ah, okay, das ist schon. Der Horst sagt, wir müssen den Putin mit ins Boot holen. Sonst kriegen wir da keine Lösung. Ach, hören Sie, wollen Sie wirklich das Morden beenden und Stabilität im Mittleren Osten, wenn Putin dafür einen Imagegewinn hat? Nee, das machen wir nicht. Da behalten wir lieber den Krieg und nehmen die Syrer. Ja.
Sagen Sie, da gibt es eine Frage, die werden Sie mir doch sicherlich beantworten können, oder? Wenn wir die Syrer eh alle anerkennen, ne, warum lassen wir sie dann im Mittelmeer ersaufen und schaffen nicht sichere Fluchtrouten nach Europa? Hallo, Frau Bundeskanzlerin. Wie geht's Ihnen? Sie haben recht, das geht mich nichts an. Bitte, wir sitzen hier zusammen und... Lösungen. Selbstverständlich haben wir Lösungen. Wir haben zum Beispiel als... Betreuungsgeld? Betreuungsgeld für Afrikaner. Maut. Eine Flüchtlingsmaut. SPD. Oder wir bombardieren die Sozialdemokraten. Aha. Ja. Okay. Tschüssi. Und? Was hat's gesagt? Sie will es prüfen. Mir ist da gerade entgangen. Haben Sie erzählt, dass wir eine der Mitfluchtursachen sind und deswegen unsere Politik grundlegend verändern müssten? Nein. Warum denn nicht? Weil ich Realist bin und meinen Job mag. Ich hätte jetzt da mal einen Vorschlag. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Also, Betreuungsgeld und Maut hat er ja schon gesagt. Ja. Rein physikalisch erreicht uns ja der Flüchtling nur, weil wir stehen und er sich bewegt. Ja? Ja? Rein. Das ist doch ganz schön. Das ist ja spannend. Das hat was. Ja, wenn wir jetzt schneller wären wie der Flüchtling, das uns nicht mehr erreicht. Sagen Sie mal, wirken Ihre Tabletten nicht mehr? Jetzt lassen Sie den Mann doch mal. Und dann? Ja, wir müssen quasi Europa bewegen, also weg vom Flüchtling. Ließe sich das denn umsetzen? Ja, man müsste nur die europäische Kontinentalplatte wegsprengen und motorisieren. Ja, wie schwer ist denn Europa? Mit oder ohne Türkei? Ja, also wenn schon, dann ohne. Ja, also ich denke, da fragen wir doch mal die Automobilfirmen vielleicht. Das ist natürlich viel besser, als weiterhin aus humanitären Gründen Flüchtlinge aufzunehmen. Ja, das finde ich auch. Gute Arbeit. Endlich ein realistischer Vorschlag. Wow! Toll! Da sind wir aber alle zufrieden, ne? Dass von der Bundesregierung da mal so ein realistischer Vorschlag kommt. Das ist super. Das ist klasse. Das muss auch dann gar kein moralisch einwandfreier Vorschlag sein, weil die moralische Schuld ja eh immer bei ganz anderen liegt. Die EU hatte Mare Nostrum, das Rettungsprogramm im Mittelmeer, im April für beendet erklärt. Und erst nachdem an einem einzigen Tag über 800 Afrikaner elendig verreckt sind, wurden ein paar mehr Boote zur Flüchtlingsrettung genehmigt. Und wir haben uns alle gefragt, sag mal, wer hat unseren Politikern eigentlich ins Gehirn geschissen? Und da kann ich nur sagen, wir. Wir waren das. Wir. Mit unserer verschissenen Angst haben wir sie infiltriert. Mit unserer Angst vor Überfremdung, mit der Angst der Mittelschicht vom gesellschaftlichen Abstieg, mit der Angst der Eppendorfer Mütter, ihre Kinder mit sozial Schwachen auf eine Schule zu schicken. Wir finden Apartheid ganz schlimm, außer an der Grundschule unserer eigenen Kinder. Sozialer Frieden, okay, super, aber ich habe echt keinen Bock auf Migrationsverlierer. Angst, die haben wir überall. Angst, an der falschen Kasse anzustehen oder in der Bahn keinen Sitzplatz zu bekommen. An unserer Angst, da geilen wir uns auf. Die hält den Laden zusammen. Die soll immer von allen ganz, ganz dolle ernst genommen werden. Um auch den westdeutschen Fremdenhasser mal so ein bisschen Angst zu nehmen. Wir haben im Rahmen der Wiedervereinigung 17 Millionen Menschen aufgenommen. Und auch das hat unsere Volkswirtschaft verkraftet. Und ganz ehrlich, so schnell ändert sich nichts, wenn ein paar mehr rüberkommen. Die erste Ossi-Bundeskanzlerin hatten wir nach 60 Jahren Bundesrepublik. Also werden wir den ersten schwarzafrikanischen Bundespräsidenten Mutombo Mboko frühestens im Jahr 2081 erleben. Gibt's 2081? Gibt's dann Griechenland überhaupt noch?
Oder haben wir bald alle Hände voll damit zu tun, weil wir damit beschäftigt sind, die ganzen Griechen aus dem Wasser zu fischen, die verzweifelt versuchen, nach Afrika rüber zu schwimmen. Aber vielleicht ist das auch gar nicht unsere Angst, sondern vielmehr unser bedingungsloser Glaube an Wettbewerb, der uns beim Flüchtlingsdrama im Mittelmeer alle so stillhalten lässt. Hey, nur die besten Schwimmer schaffen es nach Europa. Oder die 5.000 Euro für einen Schlepper hingelatzt haben, die kommen im Vergleich zu unseren ostdeutschen Brüdern und Schwestern wenigstens mit Zahlungsmitteln. Die wollen ja was erreichen. Das sind die BMW-Fahrer von morgen. Und wer es nicht schafft, Pech gehabt. Survival of the fittest. Ja, aber ist das nicht unterlassene Hilfeleistung? Ist das nicht schon fast Sterbehilfe, was wir da im Mittelmeer veranstalten? Das ist doch ein Straftatbestand. Da muss doch was gemacht werden. Mahnt der von uns allen so verhasste Gutmensch. Na und? Steht doch irgendwie im Ratgeber. Man soll nur Sachen machen, von denen man zu 100% überzeugt ist. Ja? Erste Hilfe leisten, nur weil ich gesetzlich dazu verpflichtet bin? Never ever. Eine Herzmassage muss auch von Herzen kommen. Und der gemeine Afrikaner, hey, der liegt uns nun mal nicht am Herzen. Ganz ehrlich, wir retten lieber mit 3 Feuerwehreinsätzen eine Katze aus dem Kamin, als mit einem Einsatz 300 Flüchtlinge aus dem Boot. Doch, aber verständlich, verständlich. Hey. Ganz ehrlich, die Katzen sind aber auch immer so süß, ne? Aber, ey, das Boot ist voll, das hat die NPD von vor Jahren propagiert. Oder war es die Bild? Egal, rückblickend ist das in Bezug auf die Situation im Mittelmeer der einzige nicht menschenverachtende Kommentar. Aber vielleicht sollten wir die wirklich alle nicht rüberkommen lassen, weil sie vor dem ganzen Schwachsinn schützen müssen, den wir hier veranstalten. Ich meine, die Flüchtlinge unterschätzen doch komplett die Probleme, die hier auf sie zukommen. Weichmacher in allem, selbst in echt harten Sachen. Geschmacksverstärker in allem, selbst in geschmacklosen Sachen. G8 oder G9. RTL 2 sind in meinen Chicken McNuggets wirklich 9 Stück drin, sind meine Äpfel bio und aus der Region und erst das Wetter. Aber vielleicht entdecken wir ja auch noch ungeahnte Gemeinsamkeiten mit Prenzlauer Bergmuttis zum Beispiel. Ich meine, die ganzen ankommenden Flüchtlinge sind ja auch alle ungeimpft. Da können wir mal schön zusammen mit den Kindern Polio-Partys veranstalten. Das wäre doch mal was. Hey. Ringe, Ringe, Reine, Ringe, Reine. Entschuldigung. Jetzt werde ich wieder unsachlich, das stimmt. Aber es geht hier nur mal um Gefühl und das soll bitte ernst genommen werden. Warum haben wir denn die Wiedervereinigung innerhalb eines Jahres durchgezogen, obwohl wir alle wussten, dass es ein volkswirtschaftlicher Harakiri-Flug wird? Weil wir mit Recht das Gefühl hatten, das Richtige zu tun. Unser Gefühl, das Richtige zu tun, war damals so stark, dass der einzige Mahner, der gesagt hat, die Wiedervereinigung beim 1:1 Umtausch der Währung wäre nicht finanzierbar, grandios gescheitert und in der politischen Bedeutungslosigkeit versunken ist. Oskar Lafontaine. Also, wenn wir uns alle wirklich moralisch dazu verpflichtet fühlen würden, dass das Sterben im Mittelmeer beendet werden muss, oh, dann wäre zumindest das innerhalb kürzester Zeit gelöst. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Bundespressekonferenz. Die Ergebnisse von FUMS liegen Ihnen ja vor. Gibt es dazu Fragen? Was sieht die Bundesregierung denn jetzt als Fluchtursache Nummer 1 an? Mobilität. Bitte was? Mobilität. Ja, also die Flüchtlinge bewegen sich und da muss man was machen. Ist es richtig, dass die Bundesregierung plant, den europäischen Kontinent abzusprengen, um vor den Flüchtlingen zu flüchten? Das war nur ein privater Debattenbeitrag. Das war. Die Bundesregierung möchte vielmehr gegen kriminelle Schlepper vorgehen. Die Bundesregierung will also einfach nur die Flucht unterbinden, statt gegen die Fluchtursachen vorzugehen? Nein, nein, die Bundesregierung ist der Überzeugung, dass die grundsätzliche Fähigkeit zur Bewegung eine der wichtigsten Fluchtursachen überhaupt darstellt. Deswegen wollen wir Schleppern die Geschäftsgrundlage entziehen. Heißt das, es werden jetzt endlich legale Fluchtrouten nach Europa geschaffen? Genau, wir versenken die Boote. Dazu haben wir im Juni 2015 zusammen mit der EU die militärische Mission European Naval Force Mediterranean ins Leben gerufen. Ein militärischer 4-Stufen-Plan,
Nach der Phase 1 Beobachtung befinden wir uns derzeit im Übergang zur Phase 2 der Bekämpfung der Schlepperboote. Das klingt nach einer militärischen Option. Nach meinen Informationen will die EU beim Kampf gegen die Schlepperboote 7 Kriegsschiffe, einen Flugzeugträger, U-Boote, Drohnen, Hubschrauber und Flugzeuge einsetzen. Schießt man da nicht mit Kanonen auf Spatzen? Nicht Spatzen, Schlepper. Hören Sie mal, die Schlepper, die trifft man doch selten alleine an. Die sind doch in der Regel umgeben von Flüchtlingen. Geraten Flüchtlinge da nicht ins Kreuzfeuer? Ja, ja. Bei nicht einvernehmlich ablaufenden Schiffsbegegnungen besteht das hohe Risiko von Kollateralschäden. Haben Sie für so einen Einsatz überhaupt ein Mandat? Hier setzen wir das Diktum der Kanzlerin um, die gesagt hat, Deutschland muss flexibler werden. Sie haben gesagt, wir sind jetzt in Phase 2. Was ist Phase 3? Da marschieren wir mit Bodentruppen in Libyen ein. Wie bitte? Braucht man dafür nicht auch ein Mandat? Wir arbeiten an einer Zustimmung der libyschen Regierung. Wir haben versucht anzurufen, aber wir haben niemanden erreicht. Also, Tripolis war besetzt von Al-Qaida. Aber so ein Angriff, das ist doch heller Wahnsinn. Ich meine, ohne Mandat, ohne Strategie, riskieren Sie da nicht einen verheerenden Krieg? Ich darf Ihre Aufmerksamkeit jetzt lenken auf das Foto der Kanzlerin mit einem Flüchtling. Ja, danke für diese wunderbare PR. Aber sollte man bei den Fluchtursachen nicht auch mal bei den Ursprungsländern ansetzen? Ja, deswegen haben die EU-Innen- und Außenminister am 28. November 2014 die sogenannte Khartoum-Erklärung verabschiedet. Der Khartoum-Prozess ist eine Zusammenarbeit der EU mit den afrikanischen Staaten, um den Migrationsdruck zu dämpfen. Also Grenzen dicht machen. Ist es richtig, dass dieses Abkommen auch von den Präsidenten aus Eritrea, Sudan und Südsudan mit unterzeichnet wurde? Ja, das sind einige unserer strategischen Partner vor Ort. Ah, das ist gar kein FIFA-Komitee. Liegt gegen Al-Bashir aus dem Sudan nicht ein internationaler Haftbefehl wegen Völkermord vor? Und Salva Kiir Mayardit aus dem Südsudan. Unter seiner Präsidentschaft werden Patienten in Krankenhäusern erschossen und Kinder vergewaltigt. Eritrea unter Afewerki, das weiß jeder, ist eine Folterdiktatur, in der Menschen verschwinden und als Sklaven gehalten werden. Die Bundesregierung ist sich bewusst, dass es sich hierbei um nicht vollständig ausgebildete Demokratien handelt. Sie wollen also mit verbrecherischen Staatschefs zusammenarbeiten, um Fluchtursachen wie Bürgerkrieg oder Folter zu beseitigen? Nein, ich darf Ihnen das noch mal vorlesen. Ich zitiere deswegen aus einem Papier. In Eritrea geht es darum, die Institutionen dieser Regierungen zu stärken, um Fluchthelfer zu bekämpfen. Was heißt das konkret? Nach unseren Informationen will die EU an einem Trainingszentrum in Kairo für diese Diktatoren Polizisten ausbilden. Ja. Und was ist die Frage? Es geht der EU also nicht darum, Unrecht zu verhindern, sondern zu verhindern, dass die Menschen vor diesem Unrecht davonlaufen können. Wenn Sie das sagen. Wie kann die Bundesregierung dieses moralische Elend überhaupt rechtfertigen? Ich glaube, dass ich an dieser Stelle alles gesagt habe, was es dazu zu sagen gibt. Sie haben noch gar nichts dazu gesagt. Eben. Meine Damen und Herren, das war die Anstalt. Heute mit Anni Hartmann, Timo Hoffmann und Michael Eichhorn.